Die Corona-Krise zeigt in aller Deutlichkeit, wer dieser Regierung wichtig ist und wer das nicht ist. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Lufthansa kündigt an, massenweise Mitarbeiter zu entlassen, und gleichzeitig bekommt Lufthansa vom Staat Milliardenhilfen, also auch von den Steuerzahlern, zugesprochen. Ein weiteres Beispiel wäre der Karstadt-Eigentümer und Multimilliardär René Benko lässt überall in Deutschland die Karstadt und Galeria Kaufhof Filialen dicht machen, obwohl Filialen wie die hier in Gummersbach durchaus wirtschaftlich erfolgreich waren. Das heißt, Tausende von Menschen werden in die Arbeitslosigkeit geschickt. Alleine hier in Gummersbach betrifft es rund 80 Personen. Und das, was wirklich interessant ist, ist, dass die Gebäude oder bei den Filialen, deren Gebäude nicht dem Immobilienhai René Benko gehören, dass die eben geschlossen werden, weil er mit seinen eigenen Gebäuden eben auf dem Immobilienmarkt ganz andere Geschäfte machen will. Das heißt, René Benko, dem ist das Schicksal der einzelnen Menschen vor Ort nicht wichtig. Und was macht derweil Tönnies? Wir haben es alle gehört. Der lässt mit Hilfe von Werkverträgen Arbeitskräfte aus dem Ausland für Hungerlöhne unter den miserabelsten Arbeitsbedingungen bei sich im Schlachthof arbeiten. Und die Bundesregierung hat an der Stelle gesagt, okay, dann werden wir Werkverträge verbieten und nur in der Branche verbieten und nur erlauben für Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter haben. Und was macht Tönnies? Der ist so schlau, der geht hin und gründet kurzerhand 15 Tochterunternehmen, um vermutlich diese Regelung zu umgehen. 20% aller Unternehmen haben jetzt während der Corona-Krise gesagt, dass sie Menschen entlassen wollen oder befristete Verträge nicht mehr verlängern. Und diese Praxis ist möglich, weil die Regierung, insbesondere die CDU-Regierung in den letzten Jahrzehnten, das Ganze zugelassen hat, wenn nicht sogar gefördert. Und noch heute leiden Menschen unter Gerhard Schröders Agenda 2010, wenn es um Leiharbeit geht, wenn es um Werkverträge geht, aber vor allem, wenn es um den größten Niedriglohnsektor Europas geht. Das ist unsozial. Und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, all diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, gehören ausnahmslos verboten. Und dafür stehen wir auch als Linke in aller Deutlichkeit. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten, der Lohnabhängigen und der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Corona-Krise trifft uns nicht alle gleichermaßen. Es sind die Ärmsten, die am stärksten darunter leiden. Nehmen wir als Beispiel an der Stelle das Kurzarbeitergeld. Gerade die Menschen, die schon im Niedriglohnsektor arbeiten, müssen auf 20% ihres Einkommens verzichten. Wie sollen sie da, und sie waren ja schon vor der Krise konnten sie sich schon kaum auf den eigenen Füßen stehen, und jetzt müssen sie schauen, dass sie mit noch weniger Geld ihre Familien ernähren und andererseits ihre Miete zahlen. Was muss unsere Antwort in dieser Zeit sein? Jetzt, gerade jetzt, wo der gesamtwirtschaftliche Konsum auf ein Minimum gesunken ist, wäre es falsch, die Menschen in Arbeitslosigkeit zu schicken, in Armut zu schicken. Es wäre wichtig, dass man die privaten Haushalte mit einem ausreichenden Einkommen, mit ausreichender Kaufkraft ausstattet, weil das Geld, das wird wieder ausgegeben und fließt eben in die Realwirtschaft. Und ein wichtiges Beispiel, das ich auch erwähnen würde in diesem ganzen Zusammenhang der Wirtschaftspolitik, bedenken wir, dass Automobilkonzerne wie BMW auch ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das ist eine Form von staatlicher Unterstützung, das heißt, der Staat zahlt die Gehälter weiter, aber eben nur 80%. Und gleichzeitig möchte BMW an die Aktionäre Dividenden in Höhe von 1,6 Milliarden Euro zahlen. Das muss man sich mal vorstellen, wie absurd das Ganze ist. All diese Probleme, die ich aufgezählt habe, die tragen einen Namen. Das Problem heißt Kapitalismus. Das heißt, wir haben diesmal die Wahl und wir können entscheiden, ob wir weiterhin zuschauen, wie diese Verhältnisse beibehalten werden oder ob wir etwas an der Situation ändern. Und das können wir schon auf kommunaler Ebene. Und deswegen setzt sich die Linke in Gummersbach, aber auch in Oberberg für Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge ein. Heißt in Schulen, in unsere Krankenhäuser. Wir sagen ganz klar, weg mit 1-Euro-Jobs und prekärer Beschäftigung. Und wir wollen stattdessen sozialversicherungspflichtige Jobs schaffen und gleichzeitig die Stellen im öffentlichen Dienst ausbauen. Aber nun ist eine wichtige Frage, wie sollen wir das Ganze finanzieren? Und die Linke ist an der Stelle die einzige Partei, die so ehrlich ist und sagen kann, wie sie das anstellen will. Ja, indem wir die Reichen stärker zur Kasse bitten. Gerade jetzt in der Krise bräuchten wir eine Vermögenssteuer, um tatsächlich diejenigen in die Verantwortung zu bringen, die das Geld haben, um uns allen und damit der Allgemeinheit zu helfen. Wir müssen schauen, dass wir von einer drohenden Wirtschaftskrise
das Ganze abwenden können. Und das geht nur, wenn wir gemeinsam endlich für eine soziale Politik kämpfen. Und deswegen hoffe ich, dass Sie am 13. September in die Wahllokale gehen und entsprechend Ihr Kreuz auch bei der Linken machen. Ich würde mich sehr freuen, ihr könnt mich unterstützen. Ich werde mich auf jeden Fall um eure Belange auch im Stadtrat kümmern. Keine Frage. Und ihr könnt auch jederzeit zu mir kommen. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen und ich werde heute auch noch den ganzen Abend hier sein. Ich danke euch. Ich danke, dass ihr so geduldig wart.